sind 4100 Strafeinheiten. Und das sind 68 Stunden. Wo bist du gerade? Und das sind 2,8. Ja, Zierter. Ist in der Grenzkontrolle dieser Bulle Parker. Von welcher Seite kommst du? Cops vor uns, oder? Nee, Fahrschule. Nach oben oder nach unten? Okay, weil der... Nee, scheiß auf die. 6 Stunden, Ehre. Ich hab einen Camacho, soll ich dich ab? Ich bin jetzt in einer Sekunde bei der Grenze. Willst du einsteigen? Okay, warte. Kann ich davor noch wenden? Eigentlich ja. Ja, steig ein. Hau ab, Junge! Schneller! Ja. Wow! Digga, die Butter vom Brot geklaut. Wo wollte der denn hin? Alter, ich muss mal kurz telefonieren. Er hat voll in die Tür rein, Digga. Also ich meine, die haben meinen Namen und so eh, ne? Aber scheißegal. Halt Kleinkind den Lolli geklaut, sag's dir. Ja. Ja, Digga, gleich wieder Heli über uns. Ja, hallo. Mhm. Alles gut? Mhm. Stadion einfach. Wo dieses Theater ist. Mhm. Da. Okay. Dann noch schönen Abend. Das, mhm. Das ist kein Platz auf der grünen Fläche, das wissen Sie hoffentlich. Mhm. Ich verfolge ihn jetzt, er fährt weiter geradeaus, da wo ich den Unfall gestern hatte, Richtung Casino-Kreuzung. Jetzt fährt er nach geradeaus weiter, jetzt fährt er in Höhe vom Cage. Ich habe keine Waffe dabei, wir haben zwei im Auto, die nicht bewaffnet. Irgendwann hast du eine Waffe dabei? Ja, natürlich. Ja, zwei Waffen haben wir noch im Auto. Wir sind zu zweit, die fahren jetzt Richtung Casino. Dave, haben die das schon durchgefunden? Die sind jetzt in Höhe der Tankstelle von Mirror Park. Ich bin halt direkt hinter denen, die wissen, dass ich dich verfolge, ne? Jetzt wenden die. Ich kann jetzt nicht wenden, weil sie wissen, dass ich sie verfolge. Sie fahren jetzt zurück zum Casino. Ich hab fünf Magazine. Suchen. Hand. Wir wissen jetzt genau, welchen Streifenpartner er hat, welche beiden drinnen sitzen. Setzt eure Masken auch wieder auf. Auf jeden Fall mal da gucken, wo sie eben hingefahren sind, ne? Vielleicht wollen die Richtung Grenze. Sie sind ja, Ich würde eher den Boulevard abfahren. Da wird schon sein. Richtung Westen? Ja, jetzt einfach den Boulevard runter, genau. Ja, sonst spring doch da kurz raus, Digga, auf schnelle Welle. Will den Wagen wieder haben? Sag, okay, wenn jemanden hast, ist okay. Weiter. Wenn kein Bullenwagen da ist, haben wir kein Interesse. Bro. Nein. Was für zweitbester Streamer. Digga, du bist hier im besten Stream Deutschlands. Stimmt nicht mit dir. Nun. Das ist ein Bullenwagen. Ja, das sind die bestimmt auch. Wir haben vor uns einen Bullenwagen in Höhe von Mentor, diesem fährt in Einsatz, er macht links an. Wir sind im Villenviertel gerade. Überhol den. Fahr weiter. Also zwei Bullenwagen. Aber das hinter uns ist ein Buffalo. Ja, ja, aber okay, das anhalten, safe. Ja. Nö, noch. Unsere Versuchung ist auch gerade. Nochmal links oder rechts. Ey, das sind die, glaube ich, hinter uns, Digga. Wir haben ihn hinter uns, direkt vorm... Fahr weiter. Wir haben ihn hinter uns. Ja, wir haben ihn... Hält uns an. Halt an. Wir reden normal mit denen, machen auch keine Action. Wir sind ein Stück weiter beim Klamottenladen gerade auf, bei den Mechanikern vorbei auf der Hauptstraße. Kirche. Einmal der Fahrer bitte den Motor ausmachen, dann den Schlüssel aus dem Turmbrett packen. Kleinen Moment bitte. Motor habe ich schon ausgemacht. Dann einmal aussteigen.
Und zweiter Steuerwagen, warum das denn? Ah, da hält man schon mal an. Fahrer, Sie sollen aussteigen. Mutter, können Sie ruhig wieder aussteigen? Darf ich aussteigen? Hören Sie, Fahrer, Sie sollen aussteigen. Weiter fährt weg, schnell, jetzt, wenn er jetzt kommt, ist Habar. Punkt. Okay, yalla, Habibi. Das macht keine Faxen. Ihr fahrt besser weiter, oder ich knall euren Officer ab. Weiterfahren! Weiterfahren! Bevor weiter. Fahr weiter! Nach ins Auto und weiter! Fahr weg! Drei! Jetzt schneller. So, ich nehme dein Handy ab, dein Funkgerät, deine Waffen, schmeißt alles hier in den Wagen rein, dein Dispatchgerät. Du machst genau denselben Scheiß, ja? Rein mit dem ganzen Zeug. Ja, natürlich, darf ich die Handy dafür kurz runternehmen? Mach kurz einen Schlüsselbund hier und leg dir mal kurz die Hand. Pack das jetzt rein. So, ist alles drinnen. So, hinten links, mir folgende Officer mit kurzen Hand hier einsteigen. Okay, Abfahrt. Ah, ist alles schon drin, alles schon drin. Habe ich alles schon ins Auto. Aber guck nochmal nach, besser. Okay, steig bitte ein in das Fahrzeug. Da hinten? Ich verriegel mal die Türen. Eins, in deins, in deins. Digga, was machen die denn so einen Auflauf da hinten? Hinten rechts. Hinten rechts. Nee, hinten rechts. Hinten links. Digga, was machen die denn da? Sammeln die sich? Ich schieß gleich, Digga, ist mir egal. Wo ist unser Auto hingefahren? Weiß ich nicht. Fahr erstmal hoch hier. Und noch einmal. Oh. Wir haben ihn. Wo willst du ihn haben? Links, links. Fahr links. Ja, wir haben. Die ganze Stadt ist hinter uns. Alle wollen. Wir haben ihn aber alleine geholt. Sollen wir schießen? Unser Tank ist halt fast leer, ne? Unser Tank ist fast leer, aber er sitzt auch nicht in unserem Auto. Er sitzt in dem anderen Auto, was sie, glaube ich, nicht verfolgen. Das Auto fährt Rick. Versuche irgendwo auf den Berg. Und ich glaube, einer von links ist noch dabei. Ruf ihn an. Tschüss. Fahr hier vorsichtig. Wie leer ist der Tank? Ja, ein Viertel noch. Ja, das reicht. Siehst du, dass du einmal abhaust Richtung Norden, irgendwo, wo eine Tanke in Ruhe ist und dann wieder Schub. Ja. Ja, ist egal. Jemand muss die Bullen anrufen. Vorsicht. Hast du jemanden im Auto, der nicht komplett bekannt ist, der die anrufen kann? Nee. Leitstelle, ja, ich rufe Leitstelle unbekannt an vielleicht. Ja. Nee. Fahr. Ich auf gar keinen Fall. Digga, ihr müsst denen klar machen, dass wenn die nicht aufhören, euch zu verfolgen, wir stirben. Dann ruft er an, unterdrückt. Soll ich da anrufen oder was? Wir brauchen einen Standort, den liegt Jan fest, deswegen musst du ihn gleich anrufen. Ruf mal, mach mal den, mach das mal bitte. Ruf mal beim PD an, unbekannt. Wird die Geisel bei 180 aus dem Auto geworfen. Hallo? Ist das PD? Ja. Ich mach sie eben auf Lautsprecher. Hier sind so maskierte Leute bei mir und die sagen, wenn sie nicht aufhören, den Camacho zu verfolgen, dann töten die eure Officers. Die schmeißen die raus beim Fahren. Einen Moment. Also, wer redet denn gerade? Ja, die haben mich hier gerade angesprungen, haben gefragt, ob ich hier direkt anrufen kann. Die halten mir eine Waffe am Kopf. Okay. Ihr sollt aufhören, die zu verfolgen, ansonsten sterben Officers und unschuldige Leute. Ja, aufregen. Okay, check. Nick zu und au! Okay, aufgelegt. Sehr gut. Nichts tun, au! Gucken, ob das. Moin, Kollegen. Ja, ziemlich genau hier. Pack ein bisschen näher am Ausgang. Bisschen. Wir kommen nur in eine Richtung raus. Ja, aber ich will das Auto verstecken, dass das keiner sieht von außen. Ja, aber das ist zu weit weg, Bro. Dann pack's direkt neben der Tür. Weißt du, hier, kannst ja auch hier schräg parken. Warte mal, kommt man im Zweifel da hinten raus? Nicht mit dem Auto. Sicher? Ja. Okay. Ganz sicher? Ja, ich. Die Tür ist zu klein, besonders für einen Camacho. Hi! Beim nächsten Mal nicht so schreien. Na, Mäuschen, wie ist es? Weiß ich noch nicht so ganz. Du bist ja ein Schnuckliger mit deinem Hamsterbäckchen. Okay. Alles gut bei dir? Ja, und bei Ihnen? Ja, bestens.
Was hast du heute gegessen? Döner. Wie lecker, hat geschmeckt? Eigentlich schon, ja. Wie isst du dein Döner am liebsten? Eigentlich mit Knoblauchsoße, aber im Streifenwagen ist die Regel keine Knoblauchsoße. Ui, das, ich würde da kündigen. Was hast du dazu getrunken? Ein Eistee. Lecker. Und hat geschmeckt? Der Eistee war auch gut. Hätte süßer sein können. Trinkst du dein Eistee kalt oder warm? Kalt. So, muss auch besser, mit oder ohne Eiswürfel? Je nachdem, wie es möglich ist. Okay, mit Strohhalm oder trinkst du so? So. Brauchst du? Ja. Hilfst du? Nein. Okay. Wie lange bist du schon... Nee. Wie lange bist du schon beim PD? 8 Tage. Okay, danke. Wurdest du schon befördert? Nein, ich sollte eigentlich jetzt gleich befördert werden sein tun haben. Ui, da kam mir was dazwischen. Ist auf dem Weg hierher. Warum? Wegen ihm, der ist bestimmt vom FIB. Die Schlüssel. Ah. Okay, sind offen. Komm mal, zeig mal dein, ich bin der mit der roten Jacke. Zeig mal deinen Ausweis. Parker. Das bin ich, ja. Wollen Sie auch noch meinen Dienstausweis sehen? Nee, danke. Am 27. Bau, die meinen Namen 95. Kennt, kannst du immer noch so einen Blick nach hinten werfen, falls ein Fahrzeug kommt. Dann bist du, würde ich sagen, 24. Hey, Digga. Digga. Ja. Yeah. Was ist denn eigentlich da oben? 23. Wenn man die Treppen hochgeht. Ist ja 24, ne? Büro. Cool. Warst du schon immer Bulle? Was heißt seit... Ja, also seit ich 19 bin. Oha. Wie kommt's, dass du dich für diesen Weg entschieden hast? Mein Vater war Korb. Dabei soll ich tanzen. Ja, so ein bisschen so. Oder so. So ist am besten. Mach mal so. Ja. Mehr die Arme mitnehmen. Noch mehr die Arme. Ohne die Beine. Nicht zu viel. Na, hören Sie mal, Sir. So? Nee. Nee. So ist gut. Dreh dich mal zu mir. Jetzt machen wir so Hühnchengeräusch. Sag, ich bin ein Hühnchen. Bock, bock. Warte. So. Ja, und die Geräusche dazu. Ja, weiter, lauter. Ja, mit mehr Emotion. Ich bin ein Hühnchen. Bock, bock. Das ist cooler. Weiter. Bock, bock. Nein, du musst bock, mit mehr... Du musst mehr... Parker. Du musst ein bisschen mehr Elan. Sag, ich bin ein Hühnchen. Ich bin ein Hühnchen. Bock, bock. Geil. Darf ich aufhören, bitte? Ja, klar. Fühlst du dich gut? Wie bitte? Fühlst du dich gut, wenn du das sagst? Nein. Ich fühle mich umso besser. Willst du was trinken? Das war bestimmt anstrengend. Nein, danke. Warum bist du jetzt so traurig? Sag, dass du mich liebst. Liebe sie. Okay. Komm, eine Runde noch, Parker. Einer geht noch. Eine geht noch rein. Was muss er denn? Ich bin ein Hühnchen, Bock, Bock. Kannst du noch mal bitte so erotisch tanzen, wie du gerade getanzt hast? Hier in so einer hübschen Männerrunde. Hey, kannst du sowas hier? Guck dir keiner was weg. Mit den Hüften schwingen? Nein, das muss mehr erotischer sein. Bisschen erotischer. Versuch mal. Wäre bestimmt cool. So. Ui. Und jetzt die Hüfte noch dazu. Ja, ja, so ist gut. Mach tscha-tscha-tscha-tscha-tscha. Musst du es dazu sagen, sonst wirkt das nicht authentisch.
In meinem Hüftschwung sagst du ich sagen? Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Du brauchst auf Parka. Du brauchst mehr Elan. Das muss richtig, das hat jetzt richtig Spaß dabei. Tja, 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 tja. Parka, komm schon. Das kriegst du besser hin. Geil. Können wir bitte aufhören damit? Okay. Mach weiter. Nein. Fass dich selber an. Ih. Kannst du aufhören, Digga? Digga. Geht zu weit, halt dann schnauze jetzt. Kannst du noch, kannst du tanzen, allgemein? Nein, ich kann nicht tanzen. Okay. War das mit dem Cha-Cha-Cha hast du gut hinbekommen. Dankeschön. Ja, gern. Hast du schon mal eine Tanzschule besucht? Nein. Hier fürs erste Mal war das aber ziemlich cool. Finden Sie, ich sollte auf eine Schule gehen? Dave. Also das war echt... Dafür, dass du nicht tanzen kannst, war das souverän. Echt klasse. Hallo? Der hat Snapchat ein neues Update, Bruder. Lul. Okay, weiß ich Bescheid. Ja und nu, was machen wir? Ich soll Bescheid sagen, die Betonschuhe sind ready. Was? Oh, können wir jetzt anfangen, oder was? Ey, ich hab nichts gemacht, wirklich, bitte ich. Egal was ihr wollt, bitte nicht. Ey, nein. Was? Der Lieferant hat angerufen, die Betonschuhe sind ready. Die Betonschuhe sind ready, okay. Ey, ich hab doch nichts gemacht, ich hab echt gemacht. Wir haben doch extra noch mit dir Party jetzt gemacht am Ende. Aber was hab ich denn falsch gemacht? Du hast den falschen Weg gewählt, Polizei. Und du hast dich mit jemandem angelegt. Mit wem denn? Mit einer Farbe. Sancho, Finkelstein. Hast du den vielleicht das ein oder andere Mal falsch behandelt? Ich hab noch nie mit dem zu gehabt, außer heute. Und was hast du zu ihm gesagt? Dass er weggehen soll, weil die zeitliche Maßnahme war. Was hast du Sancho zu sagen? Da war eine Polizei... Das wird so vorgeschrieben in der Academy, ich kann nichts dafür. Ja, Sancho ist nicht begeistert, aber Sancho ist gütig und Sancho sagt, du darfst auswählen, ob du Zementschuhe oder eine Kugel haben möchtest. Kennst du Dean? So, das langt jetzt. Komm, ist die Schuhe dran? Komm los, ey. Zeit, ne? Ja, Offizier, komm mal mit. Ja. Tja, tja. Grünschuh und, okay. Lernröhre. Soll da einsteigen? Mach das. So. Nein. Ja, dann fahr ich, du... Doch, haben wir, genau richtig. Doch, haben wir. Du, ich und noch einer kommt bei uns mit. Der eben gefahren ist. Nee, der eben gefahren ist. Ist der noch hier? Nee, das war hier. Ja, ist da. Doch, ist da. Und die anderen fahren den Revolta. Okay. Ja. Habt ihr den Schlüssel, ja, ne? Ja. Ich hab einen Schlüssel, ja. Korrekt. Fahr aber nicht. Ich fahr auch nicht. Ich hab die dickste Waffe, also fahr ich nicht. Ich treffe am besten.